Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serverbestellung. Diesmal mit einem, Server, der mir gehört ein bisschen. Also wir teilen uns Isaltundlers, das ist sozusagen der Leiter. Und ich bin der Livestreamer davon und deshalb gehört er auch ein bisschen zu mir. Und dann noch ein bisschen Swedish Kill und noch andere Leute haben hier eine kombinierte, Minecraft-Server für ein paar, Interessierte. So, ich bin gerade hier fertig geworden mit diesem Schiff. Also ich finde den letzten Schatz nicht. Wahrscheinlich gibt es nur einen Schatz. Jetzt gehen wir mal anschauen. Wir gehen an den Spawn. Das ist eine andere Welt. Die Welt ist, schon ein bisschen gebaut worden. Hier oben gibt es auch noch ein paar. Und hier gibt es auch noch einen Leuchtturm. Dann gibt es hier drüben noch ein großes Gebäude. Das werden wir auch noch anschauen. Und hier unten gibt es zum Beispiel noch jemanden. Und hier ungefähr, ja, hier ist das Grundstück. Ein bisschen kleines. So, ich wohne hier, das sehen wir dann später. Und zum Beispiel Swedish Kill, der ist schon sehr weit, der wohnt hier. Dann gibt es hier noch einen, hier noch einen, hier noch einen, hier noch einen. Und noch eine große Fabrik, die mir jetzt nicht so gefällt, aber wahrscheinlich gefällt es doch vielen. Und hier wohnt der Isaltundler, der Chef. So, wir schauen gleich hoch zum Chef. Das ist unser Spawn. Der haben wir noch ein bisschen klein. Aber wir sind jetzt auch noch nicht so viele Spieler. Sechs Ränge haben, also rechts, sechs Plätze haben wir, genau. Und weiß nicht, fünf oder sechs Ränge. Und ich bin jetzt zum Beispiel CO-Meister. Und der Meister ist der richtige CO, also der Owner. So, hier werdet ihr begrüßt. Es gibt wie eigentlich auf jedem, Community-Server eigentlich Regeln, die ihr einhalten müsst. Und hier zum Beispiel könnt ihr zuerst mal mich ein bisschen informieren. Es gibt Minispiele, es gibt eine Mob-Arena, wo ihr betteln könnt gegen Monster. Eine Arena gegen Spieler. Und, ja, zwei. Und sogar vier. Hä? Ja. Noch mehr? Okay, ich kann es jetzt nicht mehr zählen. Sieben. Mal 2, 4, 10 Arenen. Ja, hier gibt es ein Wunschhaus, da könnt ihr Bücher beschreiben, wie zum Beispiel, ja, sagen wir mal, wir nehmen eins jetzt mal raus, ich habe jetzt gerade keinen Platz. Aber ich würde jetzt mal eins rausnehmen und schreibe hier, sagen wir mal rein, ich möchte Meister werden. So, dann, ja, also hier kommt, bekommt ihr eins raus, ihr müsst halt auf die Ding klicken. So, die Druckplatte stehen. Dann bekommt ihr eins, schreibt es rein und müsst es unterschreiben. Danach kommt es hier rein und wird, es wird noch nicht wegtransportiert. Aber wenn die voll sind, lernen wir sie natürlich und agieren auch auf die Wünsche. Wir haben auch einen Discord, der wird gerade nirgendwo geschrieben. Den schreibe ich unten in die Videobeschreibung und in die Kommentare vom Video. Und dort, ja, ist zwar noch nicht so viel los natürlich, aber ja, das wird bald mal soweit sein. Ich tue übrigens jeden Tag auf twitch.tv /u/ DragoBasler streamen. Der Link findet ihr auch unten. So, und falls ihr noch nicht wisst, ich mache ab jetzt wieder Servervorstellungen, wenn ihr auch einen Server habt oder einen empfehlen tut. Dann tue ich da natürlich eine Preview oder also eine Review oder einen Test machen, je nachdem, was ihr wollt. Also sehr fair bewerten, also richtig fair, ohne dass ich jetzt zum Beispiel sage, nee, das mag ich nicht und das. Ich bewerte es einfach so, wie eigentlich die Spieler reagieren würden, die auf den Server zuerst einmal kommen. So, hier seht ihr die Comments natürlich. Und ja, man kann zum Beispiel hier, Dell Home ist sehr wichtig, weil ihr dann einfach zu viele Homes habt. Ja, aus der Hand verkaufen. Also das Plugin mit dem Geld ist auch drin. So, so, ich habe ein bisschen Schleimhautentzündung und ja. Stimmbänderentzündung.
Das kommt von meinem Morbus Crohn. Das ist eine Magen-Darm-Entzündung und das weitet sich dann immer aus. Zum Beispiel zu meinem Rücken habe ich Rückenschmerzen und so weiter. Ja, der Isotonder war natürlich sehr fleißig und hat hier full Netherite Beacon gemacht. Dann sein Haus hat er natürlich nicht im Kreativmodus gebaut, so wie das aussieht. Jetzt. Aber er spielt eher auf Handy und kann dann natürlich nicht viel machen. Dafür hilft er eben bei dem Technischen, also er ist eigentlich der Technische ohne sozusagen und derjenige, der das Server richtig gehört. Und ich bin einfach der, ja, Bewerber. Ich tue natürlich ein bisschen Livestreamen über, ja, diesen Server. Aber er gehört eigentlich ja auch mir. Also, ja, ich kenne ihn schon Ewigkeiten und er tut das natürlich teilen. Aber so richtig offiziell sagen wir natürlich, er ist der Meister. Und ich bin der Co-Meister, der richtige Co-Meister. Oder CO-Meister. So. Also eine Brauerei gibt es auch. Er kann uns Tränke brauen, die spezielle Sachen haben. Also zum Beispiel Wein, Bier oder so. Einfach Tränke, die wahrscheinlich noch giftig sind. Hier hinten hat er auch nochmals eine Mopf. Ne? Also es ist eine Kaktusfarm und wahrscheinlich irgendwie so ein. Man sieht es nicht direkt. Kann ich jetzt noch nicht so sagen. Ich bin jetzt auch nicht mal so oft auf dem Server gewesen in letzter Zeit, weil ich WLAN-Probleme hatte. Und jetzt habe ich ja, seitdem ich LAN habe, immer jeden Tag gestreamt und konnte halt wenig Videos hochladen. Da sie auch sehr lange dauern, also ich mache eine mega gute Qualität und da dauert es natürlich sehr, sehr lange. So, also das war mal das Erste. Hier hat er natürlich noch schöne jo, Männchen. Ich tue jetzt einfach mal im ersten Part natürlich nicht alles zeigen, jetzt mal die beliebtesten Leute zeigen. Und im nächsten Part auch mal mein Haus oder einfach kurz mein Haus, weil es noch nicht fertig ist. So, der Sweetieske, der wohnt hier, hat hier einen schönen, ja, chinesischen Anbau gemacht, aber es gehört, glaube ich, nicht ihm. Der Teil gehört jemand anderem. Er hat hier zum Beispiel ein, Nachbarshaus von einem komischen, hier hatte die Rüstungen, die Verzauberten, hingetan. Hier gibt es eine. Okay, er ist Tierhasser, deshalb, ja, ich mobb ihn. Er mobbt mich mit Geschenken. Hier hat er eine Eisengolem-Farm, dort drüben hat er eine Monster-Farm mit Spawnern, die kann man übrigens mit Behutsamkeit abbauen auf dem Server. Hier hat er einen Shop. Er ist natürlich mein bester Freund sozusagen, aber wir sind ein bisschen Konkurrenten scheinbar, weil er mich zu viel beschenkt. Dann hier hat er sein Wohnhaus, hier unten hat er auch noch mal ein paar Mobfallen. Zuckerrohrfarm, also ja, nicht Mobfallen, einfach normale automatische Farm, Schafsfarm. Netter-Warzenfarm, Weizenfarm, Zuckerrohr, Bambusfarm, Zuckerrohr ist oben. Jo. Also, dann gehen wir noch zu seinem Kälte-Shop. Kann es gerade auch nicht so sagen. Also, wenn ihr mal ja, auf dem Server seid und ihr gerne ein paar Level habt, dann dürft ihr wahrscheinlich schon bei ihm in die Mobfalle gehen und ein paar Level farmen. So, hier hat er ein automatisches System. In diesem Haus hat er wahrscheinlich auch wieder einen Untergrund. Wahrscheinlich ein Lager oder so. Ah ja, ringsum hat er Kisten, also diese Fässer. Das ist sein Lager. Genau, das ist die Ice-Out-Fabrik. Hier hat er eine Kirche. Was ist in der Kirche? Okay, die sind irgendwie. Ah, das ist der Altar. Okay, ich dachte, hier wäre der Altar. So, und die Mobfalle ist zum Beispiel, jetzt muss ich gerade ein bisschen überlegen, dort hinten. Ne, hier. Hier ist die Mobfalle. Weiß jetzt gerade nicht, wo die ist. Müsste eigentlich hier irgendwo sein, hat alles umgebaut. Ja, finden wir nicht so schnell. Ah, hier hinten dran. Genau, in der Eisfabrik. Ja, macht er auch einfach. Die Sachen, hier ist die Mobfalle. Ihr geht da runter. Hier geht ihr runter.
Wartet hier kurz ein bisschen, bis Monster spawnen. Hier sind alle Mobfallen drin. Das sieht man jetzt hier so zum Beispiel besser. So, wirklich alle, also ziemlich die meisten Monster, die hier spawnen können. Ich glaube, Hexen hat er nicht. Ist ein bisschen zu gefährlich. So, wenn ihr dann fertig seid, geht ihr hier runter. So. Macht hier den Schalter aus, dass hier nicht der Redstone blendet. Also brennt. Und ihr könnt die Items dann einsammeln. Aber die kommen jetzt hier runter scheinbar. Geht, dauert ein bisschen. Ja, jetzt kommen sie runter. Eigentlich recht viel. Ja, und dann schlägt die einfach. Also eigentlich müsstet ihr hier drauf gehen, aber die Reichweite ist nicht genug. Geht ein bisschen nach vorne. Und dann einfach einmal schlagen. Und wieder einmal schlagen. Die Monster bekommen ja auch Schaden vom Sturz. Also ihr müsst nicht so viel schlagen. Und ihr bekommt immer wieder Geld über, wenn ihr levelt. Also wenn ihr Level 0 seid und Level 30 werdet, bekommt ihr, glaube ich, ungefähr so 120, 130 Dollar über. Und hier könnt ihr dann die Sachen rausnehmen. Zum Beispiel Knochen. Gut, dann gehen wir zu meinem Haus. Ich zeige euch einfach mal kurz von außen mein Haus. Auf die andere Seite. Das ist auch in der Swedish-Key gewesen. Das ist keine Dekoration, hat sie einfach hingestellt. Und hier drauf auch überall. Also ihr seht es. Wahrscheinlich ist wieder eine Art Pyramide, die natürlich nicht exakt viereckig ist oder so, sondern immer so also Bubes hat. Aber eigentlich ist es ein hängender Garten. Ihr habt da die Möglichkeit bei mir die Züchtungen, die ich züchte, also die Tiere, die ich züchte, zu bekommen. Swedish Scale ist da dagegen ein bisschen, sorry. Aber ich habe jetzt zum Beispiel hier noch Kühe. Die sind jetzt gerade ein bisschen mehr drin. Eigentlich habe ich nicht so viel, aber ich brauche gerade viele Bücher oder für, also Leder von, und dann Bücher für Verzauberung. Ich brauche nämlich endlich mal Behutsamkeit hier auf der Ding. Ja. Und ja. Die Schafe haben dann auch bald ein größeres Gehege. Will natürlich so tierlieb wie möglich sein und nicht so extrem alles zusammen haben. Wie zum Beispiel Seedskill. Hier habe ich Pandas, die habe ich übrigens laut Meister dürfen hier hinbringen, weil wir keinen Dschungel haben. Ich habe noch keinen Dschungel gefunden in der kurzen Zeit. Ich spiele erst so ungefähr 5 Tage auf dem Server und das immer nur 1 Stunde oder weniger pro Tag. Muss mal schauen, dass ich dann ja, mehr spielen kann. Und hier habe ich die Bienenfarm. Ja, läuft eigentlich auch sehr gut. Ah, er kommt. Sehr gut. Er kommt, er kommt. Was? Ah, Mist. Ich habe kein. Da ist eins. Dort habe ich nichts hingetan noch. Ist wieder weg. Ah, der hat immer Internetprobleme. Genauso wie ich lange hatte und deshalb konnte ich keine Videos mehr machen auf YouTube. Irgendwo habe ich noch eins. Ah, sind alle. Okay, sind gerade alle. Gut, dann machen wir mal hier mal die Sachen rein. Dann können wir auch hier den Honig mitnehmen. Und wir können gleich mal noch kurz züchten. Dann gehen wir mal zu einem ja, Mietshaus, wo ihr mieten könnt. Ich weiß nicht, jetzt ist es gerade belegt wahrscheinlich. So, nächste kleine. Die zwei. Ja. Kommt, macht mal Liebe. Sehr gut. Jetzt haben wir gerade genügend. So, das nächste ist ein Mietshaus. Das ist hier. Und ja, hier, wenn es frei ist, dürft ihr natürlich einziehen für den Anfang. Ist leider ein bisschen böse hier von Swedish Key gemacht worden. Das ist ein gebautes Gebäude von Swedish Key mit seinem Rennwagen oder mit einem Rennwagen, das vermietet wird, der vermietet wird. So, und genau. Jo. Hat eigentlich das Wichtigste. So, dann kommen wir noch zum Tempel von Isaltundlur. Da ist leider eine Schlucht hier links.
dann kurz über den Berg, weil die Brücke angestürzt ist. Ich kann es ja mal von oben zeigen. Da ist die Brücke angestürzt, die liegt jetzt da unten. Da. Jo. Also gehen wir hier runter. Hier gibt es so Löwenstatuen. Und genau das ist der, ja, nette Eingang. Gehen wir nicht rein, weil dann wahrscheinlich, ja. Es ist einfach nette, wo die Welt ist, nicht die Farmwelt. Und deshalb mit Slash Warp nette dorthin gehen. Gut, ja, so negative Sachen habe ich eigentlich nur wenig von diesem Server. Ist halt einfach diese große Fabrik, ist jetzt noch nicht fertig, deshalb sieht sie so hässlich aus. Die Bank sieht jetzt auch nicht gerade so schön aus. Aber es hat Sweetiescale, ja, er macht sich schon Mühe. Also er hat zum Beispiel dieses Haus auch gebaut und dieses Haus wahrscheinlich. Aber ja, im Grunde genommen ist es halt meistens ein bisschen schlicht. Einfach nur wegen der Schlichtheit. Jo. Mein Haus noch auf der Seite anschauen zum Beispiel. Die Bank könnt ihr benutzen, um ja, ein bisschen Geld zu verdienen oder Geld zu lagern. Also von der Seite sieht es natürlich noch nicht aus wie eine Pyramide. Aber ich möchte es hier abgeschnitten haben, weil sonst ragt es ja in den Fluss hinein. Und ich brauche halt einfach ein bisschen Platz. Für die Tiere, für die NPCs dann später. Und ja... Für mich natürlich, für den Livestream. Auch ein bisschen Platz. So, als nächstes haben wir hier ein paar Grundstücke, die noch nicht so gebaut wurden. Hier haben wir sogar einen Lavasee. Hier hat einer eine automatische Farm gebaut für irgendwas, was nicht gezeigt wird. Etwas mit Ackerboden. Und hier ist sein Haus scheinbar. Ich kenne leider die Spiele nicht so, weil die nicht mehr so online sind. Also die älteren sind jetzt nicht mehr so online. Okay, kann leider nichts. Lass es lieber zu. Vielleicht hier. Ja, er schreibt zwar nicht, aber eigentlich kommen sie dann schon wieder online, wenn wieder ein bisschen mehr los ist. Ich mache ja dafür Werbung. Auch für euch eben, also... Wenn ihr einen Server habt, kann ich da auch mal kurz ein bisschen reinschauen, alles zu erklären, wenn ich weiß wie. Oder anschauen einfach. Jo, jemand hat hier ein Quarzbiom gemacht. Und hier ist auch noch ein Haus. Ja. Steht leider auch nie, also bitte die Höhe auch beschreiben, wer es gebaut hat. So, dann haben wir hier auch nochmals ein Haus. Jo, ich gehe mal zu kurz in den Spectator-Mode. Damit wir ein bisschen besser schauen können von oben oder so. So, das ist ein ziemlich modernes Haus. Hier habe ich, glaube ich, nichts vergessen hier hinten. Die Fabrik, ja, ist ziemlich schlicht natürlich noch und so. Nicht viel gebaut. Aber es sind alles so Fallen, automatische Fallen von Isantutler wahrscheinlich. Ja, und sogar die Telefonzelle ist da von dem Film. Ja. Walter oder so heißt sie, Wally. Irgend so etwas. Dann haben wir hier auch nochmals eine Kürbisfarm. Ah, NPCs, okay. Wahrscheinlich die Farmer-NPCs sind denn hier. Und jetzt gehen wir noch auf die andere Seite der Map. Also hier ist jemand, spät. Hier oben ist auch Sweetiescale mit seinen Farmen, glaube ich. Dann gehen wir mal nach hinten. Irgendwo ist Lilip und der andere heißt Max Let's Plays. Einer heißt noch... Ja, ich kann jetzt nicht alles sagen, aber es sind viele Streamer jetzt aktiv. Und andere, die früher da auf dem Server waren, sind nicht mehr so aktiv, weil Minecraft auch nicht so bockt für immer. Ah, da baut er auch nochmal etwas. Haben wir ein NPC-Haus dann, also ein Dorfbewohnerhaus. Ja, das ist sein erstes Haus. Kann jetzt aber gerade auch nicht den Namen sagen auswendig. Bin ich so der Namensmerker. Jo, Netherit hat er schon und Elytren. Cool. Als nächstes haben wir hier übrigens ein sehr schönes Gebiet. Ich zeige es euch mal. Dürft ihr gerne dort auch bauen. Ich mache
Ich, Cityscale und Isontunnels machen die Grundstücke und die werden dann mit grüner Keramik umrahmt. So, also hier ist es zum Beispiel mega schön. Hier beim Ding, Blumenwald, da irgendwo war. Ich zeige nochmal den Blumenwald. Da war der Blumenwald, ist sehr schön. Und hier ist so ein Steppen, genau, ist ein Steppenberg. Da schauen wir mal, Waldhügel, Wald, Fluss, Savanne, zerklüftete Savannenhochebene ist es sogar. Also wer hier baut, der wird wahrscheinlich gefeiert, wenn er schön baut. Hier unten durch. Mega guter Durchgang, hier auch mega schön zum Bauen. Also richtig empfehlenswert. Hier vorne hätten nämlich noch ein anderer gebaut. Da müssen wir kurz hier oben drüber. Komm, steige, mein Lieber. Ja, ich bin Gott. Ich bin die Spektrale. Ich bin der Watcher. Ich bin der Watcher. Hier hat jemand gebaut irgendwo. Es ist hier weiter südlich. Hier hat scheinbar niemand gebaut. Genau, hier ist es. Der hat hier Panda-Gehege gebaut. Ganz viele Pandas. Hier auch so ein Baum. Ist wahrscheinlich ein Baum. Sieht für mich eher aus wie ein Wirbelsturm. Ja, wie es mag. Ein Garten hier oben. Genau. Hier wohnt es scheinbar irgendwo. Hat noch nicht so viel gebaut. Hier unten wohnte er. Okay, cool. Mega geil. Und hier ist ein Fischerhaus. Wahrscheinlich auch von ihm. Und hier drüben noch der Leuchtturm. So, das war's eigentlich. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Sonst wurde es mir einfach noch nicht gezeigt. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr immer jederzeit auf den Server kommen. Es ist aber whitelisted Server, also ich werde es unten auch hinschreiben. Also ihr müsst zuerst euren Accountnamen bzw. Charakternamen sagen, dass wir euch whitelisten können. Und dann auch befördern müssen von Söldner nach Bürger, sonst könnt ihr nichts bauen und glaube ich auch nicht teleportieren. Ja, aber wenn ihr das gemacht habt, habt ihr wirklich einen tollen Server, der sehr viel Offenheit gibt. Ja, sehr viele Leute, die Rollenspiel machen. Sehr viele Leute, die auch immer wieder frisch kommen wegen dem Livestream. Und ich mache noch beim Projekt Baba World mit. Das ist ein Twitcher-Livestream-Abklatsch von Kräftetech. Da wird einfach unter Streamen, die wirklich auf Twitch streamen, einfach so ein bisschen Kräftetech spielt. Also ein bisschen ja, normalen Survival. Ja, auf schwer, genau. Und ich mache mit natürlich. So. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Sieht jetzt natürlich noch nicht so gut aus für hängende Gärten oder so. Aber es wird da überall Garten drauf sein. Hier oben wird noch ein gigantisches Aquarium sein. Ungefähr hier auf diesen Stockwerken, wo wir jetzt durchfliegen, kommt das Haus hin. Da unten gibt es ein Museum. Hier kommt eine Werkstatt. Das geht weg. Also das hier alles geht weg. Hier unten ist schon mal ein Keller, da wird natürlich ausgebreitet. Das Lager. Hier gibt es so einen Durchgang. Und ja, hier drauf kommen dann noch Glas wegen den Bienen, die sterben immer hier auf dem Wasser. Und ja. Oder Eis. Wir könnten eigentlich Eis drauf tun. Aber ich habe noch keine Behutsamkeitsspitzhacke. Ja, genau. So, mein Grundstück geht eben noch ein bisschen weiter hier in die Richtung, weil ich natürlich noch ein bisschen einen längeren Garten möchte. Und wahrscheinlich hier am Ende noch ein rotes Schloss aus netter Ziegel. Aus rotem netter Ziegel. Ja, und hier ist das Ende von meinem Grundstück. Also, es ist einfach groß ausgewählt gewesen damals, weil ich viel bauen wollte damals. Ich wollte damals schon irgendwas Holziges noch machen oder etwas Steinartiges und noch nicht einen hängenden Garten. Das ist ja relativ neu, glaube ich, 2 Wochen alt, der Tipp, die Idee. Und deshalb, ja, ist jetzt noch nicht so schön, weil eigentlich alles dann so aussieht und nicht so, so leer. Aber mir fehlt halt einfach dieser glatte
Steinziegel, der da. Ja, aber sieht schon ziemlich schön aus, oder? Also, ja, wird also immer noch schöner werden, immer wie weiter. Das wird übrigens noch ein Turm. Da mache ich die Azaleebäume dann weg. Der Turm wird eigentlich weit in die Höhe ragen. Sieht für mich aber noch ein bisschen zu asiatisch aus, muss noch ein paar Ideen haben. Jo. Nein, ich will nicht teleportieren. Hier habe ich irgendwo noch Schäde hingetan, ja. Also bei mir ist eben, ja, ich heiße euch willkommen. Ihr dürft bei meinem Grundstück frei herumlaufen. Und eben ich streame auf twitch.tv/u/dragobasler. Jeden Tag ab 16 Uhr mindestens. Auch ab 14 oder ab 12 Uhr, je nachdem, Wochenende oder wenn ich gerade nicht so viel Sport machen muss. Und auf YouTube geht es jetzt auch wieder ein bisschen öfters weiter. Ist halt schon ein extrem langer Stream. Also so 7 bis 9 Stunden täglich streame ich natürlich schon. Übrigens, das ist kein Handy, das ist irgendwie ein UFO oder so etwas, was eine Farm beinhaltet. Ist lustig gemacht. Ja. Gut, dann bedanke ich mich. Natürlich ist es nicht ein Top-Server, aber ja, immerhin ein Server, der wirklich klappt, gut geht und die Slots auch erhöht werden, falls mehr Leute reinkommen und der Server fast voll ist. Aber jetzt momentan sind wenig online, weil halb Wochenende ist. Aber sonst sind immer so 4 bis 6 Leute online. Gut. Ich bedanke mich und ich werde eben weitermachen. Einfach kurz unten in die Kommentare schreiben, falls ihr einen Server habt, wo ich vorstellen soll. Und ja, dann bedanke ich mich nochmals ganz herzlich und ja, einen schönen Tag. Tschüss.